Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Geschichte in Frost Park. Ja, was wollen wir auf jeden Fall machen? Wir haben am Ende die Speer nicht mehr erforschen lassen und das machen wir gleich. Das Loch in der Schneeklippe führt zu einer kleinen Kammer. Hier lebt jemand, aber die Person, die wir von Weitem sahen, ist verschwunden. Es könnte der einzige überlebende Winterheim sein. Nee, das stimmt nicht. Also jetzt ja, das stimmt. Aber wir hatten noch einen, der uns... Der eigentlich das Ganze ausgelöst hat mit der Ordnung und Disziplin. No. Aber wir kriegen auf jeden Fall Dampfkerne, Essensration und Holz. Wir erforschen das. Wir gucken, was auf uns wartet. Was kriegen wir denn? Einen Dampfkern, okay. Flüchtling aus Winterheim. Der Mann, den wir von Weitem gesehen haben, war nirgends zu finden. Wir durchsuchten seine Höhle und fanden das Tagebuch eines Wissenschaftlers, der von Winterheim geflohen war. Nachdem die verhungernde Stadt ins Chaos gestürzt war, ernannte sich ihr Anführer, ein Armeehauptmann, zu ihrem absoluten Herrscher. Er versuchte, die Ordnung mit Gewalt wiederherzustellen. Viele unzufriedene Einwohner verließen die Stadt und die meisten der Bleibenden rebellierten gegen ihn. Okay, wir haben schon wieder eine versteckte Höhle und Frischwasserquellen gefunden. Wir nehmen aber die Rohstoffe mit. Wo ist der Typ? Wo ist der Mann hin? Nehmen wir dem jetzt da irgendwas weg? Und warum hat er einen Dampfkern? Okay, wir nehmen es trotzdem. Wir nehmen es einfach weg. Und gehen dann auf jeden Fall Frischwasserquellen. Das ist interessant. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Wir können in der Ferne Sonnenlicht sehen, das von einer Wasseroberfläche reflektiert wird. Das ungefrorene Wasser deutet auf eine Frischwasserquelle hin. Leute, das schauen wir uns auf jeden Fall an, was das hier unten noch ist. Ja, zurück in die Stadt. So, wir lösen die Bremse und... schauen mal, was noch passiert. Ja, warum hungert ihr? Also wir kriegen jetzt wirklich so viel Nahrung rein durch den zweiten Außenposten, den wir hingebaut haben. Das dürfte doch funktionieren. Also ich bitte euch. So, da drüben wird auch das weitere Sägewerk gebaut. Was sage ich? Sägewerk. Pa! So ein Stahlwerk. Damit dürften wir auch sehr, sehr viel schneller dann Stahl bekommen. Ist es beheizt? Ja, natürlich ist es beheizt. Ist das beheizt? Jetzt schon. Aber da rein und es läuft. Ich frage mich, wird es hier schneller werden, wenn wir hier auch nochmal eine Sammelstelle hinbauen? Ich glaube ja nicht. Nee, ich glaube nicht. Hier liegen. Oha, das kannst du sogar anschauen, wer hier liegt. Zwei Leute. Richtig kalt. Da ist es richtig kalt auf dem Friedhof. Aber gut, ich glaube, da beschwert sich keiner mehr, oder? Die Speer sind ankommen an den Frischwasserquellen. Gucken wir uns das mal an. Eine heiße Quelle tief unter der Erde sorgt dafür, dass mehrere Teiche nicht zufrieren. Widerstandsfähige Flechten klammern sich an die nackten Felsen an ihren Ufern. Das hier scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Okay, wir sehen auch schon hier. Überlebende. Wir haben bei den Frischwasserquellen einige Flüchtlinge aus Winterheim aufgefunden. Sie bieten einen traurigen Anblick. Oh, und das Schicksal ihrer Stadt scheint sie völlig kalt zu lassen. Wenn man sie fragt, wie sie die Hungersnot überlebt haben, weichen sie unseren Blicken aus und murmeln etwas von Flechten, die sie gegessen hätten. Okay. Tatsächlich? Flechten? Jetzt im Ernst? Eskortieren wir die zur Stadt? Schickt die Überlebenden zur Stadt oder überlasst die Lebenden dem Schicksal? Nein, ich glaube, wir machen es. Wir fahren unseren Weg weiter und wir eskortieren diese Überlebenden. Es sind nicht allzu viele, es sind bloß 22 Arbeiter und 7 Kinder. Wir eskortieren sie zur Stadt. Bedeutet aber auch, dass wir wieder neue Hütten bauen müssen. Und unser Automaton tut da wirklich nachts sein Werk und füllt uns hier. Beziehungsweise... ach so, genau, wir sind hier auf den Kohlehaufen. Füllt uns hier die Kohlehaufen auf und morgen früh dürfte das dann wieder alles relativ gut funktionieren. Wenn nicht, dann werden wir jetzt einfach da weiter dafür sorgen, dass wir mehr bekommen. Was ist hier? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Kohlehaufen. Ja, na gut, okay, klar. No? Die Hoffnung ist top. Leider haben wir 4 hungernde Leute, aber ist klar, wenn dann morgen früh der Tag wieder anbricht,
dann wird es schon gehen. Wir schalten mal die Geschwindigkeit ein Stückchen hoch. Londoner verlieren Anhänger. Leute, sie haben es nur noch 4 Leute. Das wird doch wohl noch klappen, oder? In 2 Tagen. Wir können ein neues Gesetz erlassen. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Ein Agitator. Strategisch platzierte Lautsprecher werden die Bürger an die Wichtigkeit ihrer Arbeit erinnern und ihre Effizienz erhöhen. Oh. 20%, das ist aber schon gar nicht schlecht, ne? Finde ich jetzt okay. Was haben wir hier? Ein Treueschwur. Menschen machen Fehler, aber wir können ihnen eine Chance geben, sich zu rehabilitieren. Natürlich nur, wenn sie sich kooperativ zeigen. Die Einwohner werden überzeugt, einen Treueschwur zu unterzeichnen, was sie zu geheimen Informanten macht. Dies verleiht einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Ach Leute, das ist wirklich, es geht wirklich genau in die Richtung, die ich befürchtet habe. Also es, na, das ist ja wirklich krass. Und dann haben wir hier die Gewalt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, Leute, Leute. Ah, ja, ich glaube, wir machen dann eher vielleicht den Vorarbeiter, das erhöht die Effizienz um 40%. Wahnsinn, das ist ja wirklich heftig. Heftig, bis hingeht. Oder aber Prothetik. Aber das muss in der Fabrik gebaut werden, von der wir noch überhaupt gar keine haben. Was auf jeden Fall aber auch bald mal gemacht werden muss. Kampfarenen. Kampfarenen Wirtshaus. Also ich finde Kampfarenen wirklich ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Aber hier unten gibt es zum Wirtshaus, was ich wiederum nicht lächerlich finde, sondern absolut wichtig. Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Okay, wir unterzeichnen mal die Kampfarenen. So. Wir sollen eine Kampfarena bauen und haben dafür 3 Tage Zeit. Eine Kampfarena. Meine Güte. Das bauen wir am besten genau neben das Propagandazentrum. Ich glaube, das ist am besten. Oder nein, Moment, ins Gefängnis. Ins Gefängnis bauen wir die Kampfarena. Druck abbauen und so. Ihr wisst schon. Gewaltpotenzial im Gefängnis. Kampfarena. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Leute, warum lauft ihr hier eigentlich total durch den Schnee durch? Was soll das? Und jetzt geht's hier wieder los mit den Kohlehaufen und wir gucken mal. Nein, wir haben immer noch wenig. Kohle reicht für 2 Tage. Okay, Leute, jetzt wird's dann wirklich so weit, dass wir... ich frage mich... Allerdings liegt es wirklich daran, dass wir so super viele Heizungen am Laufen haben. Ich glaube schon, ne? Aber ich... Ja, da wird mir das zu kalt hier. Und der ebenfalls. Es ist ja auch wirklich kalt. 50 Grad minus. Wir haben so viele Arbeiter, dass wir es uns auf jeden Fall leisten könnten, noch eine weitere Mine zu bauen. Generator. Das wird dann aber, wenn man dann hier hinbauen, nicht mehr abgedeckt werden, nehme ich an. Oder? Nee. Deswegen muss er dann auf jeden Fall auf die andere Seite. Aber wir müssen sowieso 2 neue bauen, oder? 2 neue Sammelstellen. Oder bauen wir die dann auch noch hier oben auf? Hier. Ja, ich glaube, das kommt ganz gut, oder? Aber das macht hier auf jeden Fall Quellen. Zerstören, aber das ist nur das Holz, ne? Nee, komm, wir bauen es wirklich mal hier hoch. Können es ja immer noch wegmachen. Dann
zwei Sammelstellen hier und da. So, und dann brauchen wir noch Straße. So, genau. So, das sieht doch dann auch noch was aus hier. Oben, zweites Industriegebiet. Und dann dürfte auch wieder genug Kohle reinkommen, dass wir hier nicht einen Engpass erleben oder so. Und auch für die Zukunft sind wir dann da gut gewappnet, würde ich sagen. Sind die Arbeitsschichten vorbei? Wir setzen hier mal Arbeiter rein. Und hier. Und da auch. So. Und dann heizen wir die Hütten. So. Dann wisst ihr, was wir jetzt auch machen können? Ah, verdammt. Ein Holz. Ein Holz für uns. Ein einziges, oder? Ja. Super. Das ist es mir aber wert, dass wir auf jeden Fall den Automator mit hier reinsetzen. So. Das ist eine Holz. Das möchte ich doch dann gerne noch holen. Dass wir endlich wieder das Forschungszentrum bzw. die Werkstatt anwerfen können. Stillstand ist keine gute Sache. So, damit haben wir das und können den Lochkartenrechner ermöglicht die Erforschung von Technologien der Stufe 3. 10 Stunden. Hoho. Aber super, Leute. Guter Schritt, guter Schritt. Was ist hier? Die Späher sind sicher in die Stadt zurückgekommen und haben die Leute dabei. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich mal wieder 3 Hütten bauen. Und die Späher muss schicken. Und zwar gefrorene Hain oder versteckte Höhle. Wir können einen leichten Rauchschleier. Nee, nicht noch mehr Leute, nicht noch mehr Leute. Ein kleines Wäldchen mit ein paar Dutzend Bäumen. Okay, da schicken wir die mal hin. Das schauen wir uns an. Los geht's. Wir können jetzt gerade nicht noch mehr Leute gebrauchen. Wir haben jetzt hier schon neue bekommen. Die müssen jetzt auch erstmal untergebracht werden. In unserer Stadt. War. Warte mal, das passt aber nicht so ganz, oder? Wenn wir jetzt hier die Straße für den Generator. Oha, das geht nicht ganz auf hier, seht ihr das? Na sowas. Dumm. Was ist los? Ist schon wieder irgendwas mit unseren Leuten. So, dann können wir aber auf jeden Fall da dahin bauen und hier auch. So. Dann müssen wir die Straße hier rüberziehen. So. Das ist schon gut aus. Also hier, die werden versorgt. Die haben Straße so rum. Die so. Und dann machen wir hier noch zu. So. Passt. Und was ist hier los? Selbstmord eines Poeten. Propagandazentrum. Sir, einer unserer Einwohner hat Selbstmord begangen. In seiner Freizeit schrieb er Gedichte über Verlust, Leid und Hoffnungslosigkeit. Unser Propagandazentrum führte eine Kampagne gegen ihn, um unsere Einwohner vor seinem Einfluss zu schützen. Jetzt könnten die Einwohner uns für seinen Selbstmord verantwortlich machen. Es sei denn, wir lassen es so aussehen, als hätte er sich zu Tode getrunken. Oh weh. Oh weh, oh weh. Nee, Leute. Ich will, also es...
Auf, also, nee. Nee, komm. Nee. Auf dieses Niveau lassen wir uns jetzt erstmal nicht hören, oder? Also, nee. Lass das sein. Dann sinkt die Hoffnung, aber... Hey. Das bisschen können wir ausgleichen, indem wir jetzt hier einfach wieder unseren Weg gehen. So, passt. Nee, das machen wir nicht. Wir, also, Falschwahrheiten auf keinen Fall. Sowas machen wir nicht. Was ist da los? Haben wir doch nicht. Wir haben doch da genug Leute reingesetzt, oder? So. Wir haben doch hier genug Waffen. Waffen, würde ich schon sagen. So, da werden die Baracken fertig gebaut. Wow, es verbindet sich auch alles zu richtigen Komplexen hier. Das schaut wirklich alles super gut aus. Was wir jetzt auf jeden Fall demnächst mal machen werden, Leute, ist eine Fabrik bauen. Und ich glaube, die bauen wir hier runter. Das wäre echt mal wichtig, dass wir das bauen. Wo ist die denn drunter? Technologie, ne? Fabrik hier tatsächlich ein Dampfkern, aber das ist eine wichtige Sache. Ich glaub, da können wir noch einen Außenposten irgendwo hinstellen. Nee, oder? Noch einer geht nicht. Ne, es gehen nur zwei. So, wir bauen jetzt mal eine Fabrik. Was hat die denn für Heizstufe? Basisstufe 2. Okay, nee, das machen wir mal hier. Allmächtig ist die groß. Hi, jetzt haben wir. Aber hey, müssen wir mal machen, ne? Oh, die ist ja echt gigantisch. Bin gespannt, was wir damit machen können. Automatone bauen auf jeden Fall. Aber sonst, Prothetik war auch noch ein Thema, glaube ich. Warum haben wir hungernde Leute? Das kann doch gar nicht sein. Und der Lochkartenrechner wurde erforscht, Leute. Guck mal, was ist das jetzt alles? Industrielles Treibhaus. Krass. Okay. 60 Rohnahrung am Tag. Kostet aber 2 Dampfkerne. Was haben wir hier noch? Mechanisierung des Krankenhauses. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Das ist auch interessant, aber gerade nicht so. Oh, guck doch mal. Ermöglicht den Bau von komfortablen Häusern. Ein komfortables kostet richtig viel, aber ein komfortables Haus für 10 Leute, das ist dann wahrscheinlich richtig schön warm, Leute. Klasse. Das ist auf jeden Fall eine Option, die wir jetzt gehen könnten. Was haben wir noch? Das brauchen wir wirklich nicht. Also sammeln brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wir könnten hier natürlich auch völlig abgehen noch in die Richtung und uns so viele Depots aufbauen und uns die so vollknallen mit Rohstoffen. Wäre auf jeden Fall auch eine Option, die wir dann in Angriff nehmen können. Aber was haben wir hier? So, Fabrik. Rationalisierte Prothesen, schau mal. Prothesen kosten 5 Stahl weniger in der Herstellung. Okay. Das ist allerdings nur Optimierungsgeschichte. Automatone kosten 20 Holz und 20 Stahl weniger in der Herstellung. Das wäre eine Idee.
oder Angliederung von Automatone 1 verbessert die Eingliederung von Automatonen Effizienz 10% erhöht auf 70%. Okay, das ist auch interessant. Heizung, was haben wir hier? Generatorleistung. Oh, Generatorreichweite. Ja, ich glaube, das machen wir gleich. Dann haben wir hier Leistung, klar. Heizkörpereffizienz. Oh, das wäre natürlich auch interessant. Aber wir machen die Generatorreichweite. Jawohl, das machen wir. Das ist gut. Dann können wir eventuell die Heizsäulen noch weiter raussetzen. Ja, können wir. Das ist gut. Haha. Super Plan. Ach Leute, es läuft hervorragend bei uns. Rohstoffe, wir müssen ein Depot bauen. Kostet ein bisschen was, aber es wird, glaube ich, wirklich Zeit für ein weiteres Sägewerk. Ja, oha, das ging jetzt aber ganz schön rapide runter, ne? Ganz schön schnell auf 300. Dann ist das nächste, was wir erforschen. Ich glaube, da war doch... wo ist das mit dem Holz? Hier, Dampfsägewerk. Was ist das? Ermöglicht den Bau von Dampfsägewerken, verarbeitet gefrorene Bäume schneller und produziert bis zu 120 Volt pro Standardarbeitstag. Das ist was, das brauchen wir jetzt nicht. Was ist der Mauerbohrer? Bohrt die Wände unseres Kraters und legt was? Und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten, bevor das eisige Umschloss liefert bis zu, aber kostet einen Dampfkern. Sie umschloss liefert bis zu 160 Volt plus, okay, und ein Dampfstahlwerk kostet keinen. Okay. Das kostet dann wahrscheinlich schon. Ja, dann haben wir einen Holzkohlemeiler. Was ist das? Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Volt pro Standardtag. Liefert 210. Okay. Das wäre was, also wenn wir uns darauf... Wenn wir diese Richtung gehen, dann haben wir noch einen Dampfkohlegenerator. Der Dampfkohlegenerator Hochdruck, okay, der könnte dann uns noch mehr liefern. Nee, ich glaube, wir werden auf jeden Fall dann in diese Richtung gehen, hier den Mauerbohrer. Weil, auch wenn er einen Dampfkern kostet, ist es dann, glaube ich, unendlich viel Holz, das wir bekommen. Also da müssen wir dann keinen zweiten bauen. Naja, schauen wir mal. Ist eh noch Zukunftsmusik. Zuerst möchte ich noch ein weiteres Depot bauen, weil unsere Nahrung durch den zweiten Außenposten einfach gerade überläuft und ja. Das könnten wir schon brauchen. Ist jetzt. Was ist denn hier los? Ah ja, okay. Die Fabrik braucht Arbeiter. 5 Leute müssen da rein und wir heizen das Teil. Die Heizung bringt gar nichts, oder? Ach, sie sind alles, genau. Geschlossen. Was ist hier? Keine Produktionsaufträge. Fabrik wird ein Automatone aus 100 Stahl, 100 Holz. Okay. Wir könnten es günstiger machen, aber... erstmal aus, das Teil. Ich meine, ein Automatone kommt auf jeden Fall demnächst noch einer dazu. Aber... Bist du nicht, warum bist du nicht mit einer Straße angebunden? Haben die Arbeit gestoppt hier, weil Nacht... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Was ist da los? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Seltsam. Da ist wieder irgendwas passiert, Leute. Vandalismus. Wake up, people! Ein loyaler Einwohner hat berichtet, dass er Zeuge davon wurde, wie eine Gruppe junger Leute die Propagandazentrum beschmiert hat. Sie haben "Wacht auf, Leute!" in großen Lettern an die äußere Mauer geschrieben. Was sollen wir tun?
Naja. Das entfernen wir einfach. Also von ein paar Buchstaben an der Wand lassen wir uns jetzt nicht für irgendwelche krassen Taten oder so. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten, kann man da Guten sagen, ja. Aber was ist da los? Warum ist dieses Gebäude... Ach, die sind hier tatsächlich noch nicht fertiggestellt, ne? Hier, oder? So wie das aussieht, fehlt da was. Da und da. Macht das mal fertig, Leute, dass das angebunden wird. Sinkt. Mhm. Um eine Stufe und dann nochmal um eine. Dann wird es wieder auf 70 Grad. Uiuiui. Allmächtig hier wieder frieren. Nee, 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 Leute. Werdet ihr nicht. Werdet ihr nicht. Also die Kohle geht schon stark runter jetzt. Order, people. Let's march to work. So, der Tag bricht an. Ich hoffe, die bauen jetzt hier um die Straße fertig. Wer macht's? Du? Schaut so aus, ne? Was passiert hier? Ah, okay. Leute, wir haben es geschafft. Ja, wie geil ist das? Juhu! Guckt mal, wie schön das aussieht. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, die Londoner zum Bleiben zu überreden. Und scheinbar alle. Die Londoner, nichts kann uns trennen. Die Londoner sind wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Niemand möchte mehr die Stadt verlassen. Wir haben einen hart umkämpften Sieg gegen sie, gegen die errungen, die uns entzweien wollten. Die Tragödie von Winterheim hat unsere Hoffnung zerstört. Die Angst hat die Einwohner dazu gebracht, verrückte Ideen zu verfolgen. Wir konnten sie nicht im eisigen Ödland sterben lassen. Wir haben getan, was nötig war, um alle zusammenzuhalten. Ja, das ist doch mal super, oder? Gemeinsam sind wir stärker. Und Leute, leider, leider sind wir am Ende dieser Folge, aber das war jetzt wirklich noch ein schöner, krönender Abschluss, würde ich sagen. Wir haben die Probleme mit den Londonern auf jeden Fall beseitigt. Das ist super. Ja, mir macht es richtig Spaß. Ich bin gespannt, was in der Zukunft noch auf uns wartet. Wir schauen da mal auf jeden Fall hoffnungsvoll hin in die Zukunft. Und ich sag mal, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Euer Neville Latour. Bis dann.